warten, nicht wahr? Sie haben einen weiten Weg hinter sich, im wörtlichen und wohl auch im übertragenen Sinne. Ich muss Sie fragen, jetzt, wo Sie Ihr Ziel erreicht haben, wie gefällt Ihnen, was Sie sehen? Ich habe noch nie einen Ort wie diesen gesehen. Eine Stadt, die der Sünde und dem Laster gewidmet ist. Wie kann man so etwas nicht lieben? Ich ziehe ehrlich gesagt das Ödland vor. Was zum Teufel sind Sie? Können wir zum Geschäft kommen? Ich mache das hier. Natürlich nicht. Vegas war schon immer einzigartig. Was Sie unten auf dem Strip sehen, ist nur ein Bruchteil der früheren Pracht der Stadt. Und doch mehr als ein Echo. Ich habe Ihre Seele bewahrt. Oder meinten Sie etwa das Lucky 38? Die Jahre waren nicht gut zu der alten Dame, aber sie weiß immer noch zu beeindrucken. Warum die VIP-Behandlung? Ich bin nur ein Kurier. Oh, nicht so schüchtern. Sie spielen doch mit hohen Einsätzen, seit Victor sie ausgebuddelt hat. Geben Sie es ruhig zu. Dann mal zum Geschäft. Es geht um Folgendes. Einer meiner Mitarbeiter hat mir einen Gegenstand von außerordentlichem Wert gestohlen. Diesen möchte ich zurück. Einfach genug? Ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Das interessiert mich nicht. Sollte gehen. Irgendwelche Vorschläge? Mir geht es nur darum, dass der Platin-Chip zurückgeholt wird. Was Sie mit Benny machen, überlasse ich Ihnen. Wenn Sie mir den Chip bringen, bezahle ich Ihnen das Vierfache des in Ihrem Vertrag festgelegten Lieferbonus. Wie hört sich das an? Falschen. Scheiße. Haben wir noch nicht hoch genug? Erhöhen Sie den Preis oder... Oder ich besorge mir Dip für den Chip. 1000 Kronkorken? Ich akzeptiere Ihre Bedingung. Ich habe ein paar Fragen, bevor ich mich entscheide. Was möchten Sie denn wissen? Kann ich die Bedingung noch einmal hören? Wie komme ich zu Benny? Reden wir über Benny. Was ist dieser Platin-Chip? Wer genau sind Sie, Mr. House? Reden wir über die Fraktionen, die um New Vegas kämpfen. Reden wir über... Ne, was ist dieser Platin-Chip? In der gesamten Welt. Er ging vor langer Zeit verloren und ist schwierig zu finden. Mehr müssen Sie im Moment nicht darüber wissen. Erfüllen Sie Ihren Vertrag, liefern Sie den Chip und Ihre Zukunft sieht rosig aus. Spar 50. Je mehr ich über den Chip weiß, desto einfacher kann ich ihn finden. Halten Sie die Augen offen nach Computern, die Benny benutzt hat. Vielleicht sogar ein Computerlabor. Okay. Wenn der Chip so wertvoll ist, warum transportiert ihn dann ein einzelner Kurier? Warum schicken sie nicht ihre Roboter und Tops, um Benny zu verhaften? Nehmen wir mal das hier. Ihnen ist klar, dass sie nur einer von vielen Kurieren waren. Der Rest diente sozusagen als Attrappen. Zusätzlich tausende von Kronkorken für Söldner, die ihren Weg dorthin beschützten. Hätte ich eine bewaffnete Karawane für den Transport des Chips benutzt, hätte ich ebenso gut, das ist wichtig, greif das an, schreien können. Ich wollte Gruppen wie die Großkane oder die stählerne Bruderschaft nicht anlocken. Leider war die tatsächliche Bedrohung deutlich näher. Warum schicken Sie nicht Ihre Roboter ins Tops? Frontalangriffe auf Casinos? Nicht gut fürs Geschäft. Unabhängig davon würde Benny das bemerken. Und dann müsste er nur den Chip hochhalten und eine Pistole darauf richten. Unser größter Vorteil ist, dass Benny nicht weiß, dass ich weiß, dass er den Chip hat. Diesen Vorteil müssen wir nutzen. Okay. Sprechen wir über was anderes. Was wollten Sie sonst noch wissen? Wie komme ich zu Benny? Das wird nicht einfach. Benny umgibt sich immer mit mindestens 4 Leibwächtern. Außer in seiner privaten Suite im 13. Stockwerk des Tops. Die Vorsitzenden sind Ihre Mitarbeiter. Befolgen Sie nicht Ihre Befehle? Nehmen wir mal an, ich würde es diplomatisch versuchen. Haben Sie Ideen, wie ich ihn kalt erwischen könnte? Ich will's nicht diplomatisch. Der wird sterben, ganz einfach. Es würde sehr schwierig werden, sich in Bennys Suite im 13. Stockwerk zu schleichen, aber nicht unmöglich. Möglicherweise sind dort Wachen. Ganz sicher wird die Vordertür gut verschlossen sein. Ja, nee, da schleichen wir uns nicht hin. So einfach ist das nicht.
Die Vorsitzenden haben etwas wie eine Stammesverwandtschaft zueinander. Suchen Sie einen Mann namens Swank, Bennys Stellvertreter. Er war immer ein zuverlässiger, wenn auch fantasieloser Mitarbeiter. Versuchen Sie ihn zu überzeugen, dass Sie unter meinem Patronat agieren. Wenn Sie Beweise für Bennys Verbrechen haben, zeigen Sie sie ihm. Warum können Sie das Swank nicht selbst sagen? Laut Vertrag dürfen Securitrons die Casinos nur auf Einladung der drei Familien oder im Fall außerordentlicher Umstände betreten. Sobald ich einen ins Tops schicke, weiß Benny, dass ich ihm auf die Schliche gekommen bin. Okay. Nehmen wir mal an, ich... Ne, das fragen wir erst gar nicht. Sprechen wir was anderes. Wer genau sind Sie, Mr. House? Ich bin Robert Edwin House, Präsident, Generaldirektor und alleiniger Besitzer des New Vegas Strips. Ich leite die Sanierung der Stadt seit 2274. Die drei Familien sind meine Angestellten. Vor dem großen Krieg 2077 war ich Gründer, Präsident und Generaldirektor von Robco Industries, einem gewaltigen Computer- und Robotikunternehmen. Sie scheinen mir ein Computer zu sein, kein Mensch. Lassen Sie sich nicht von den Bildschirmen und Computerterminals täuschen. Ich bin aus Fleisch und Blut, wie Sie. Sie müssen sowas sein wie ein Gehirn in einem Glas. Ja, ich meine, der ist über 200 Jahre alt. Wie haben Sie so lange überlebt? Wo machen das hier? Sagen wir einfach, es war sehr kostspielig. Aber ich war bereit, die Opfer dieser Langlebigkeit zu entrichten, finanziell und anderweitig. Wie haben Sie New Vegas aufgebaut? Das können wir ein andermal genauer besprechen. Die Kurzfassung... Meine Securitrons entdeckten RNK-Kundschafter am Hoover-Damm und ich schritt zur Tat. Ich habe Stammesleute als Ergänzung meiner Securitrons rekrutiert und den Strip gerade rechtzeitig renoviert, um die RNK zu begrüßen, als sie ankam. Statt Krieg gab es ein Abkommen und damit begann der Geldregen. Okay, sprechen wir über was anderes. Reden wir über die Fraktionen, die in New Vegas kämpfen. Ich verstehe, dass Sie dieses Thema brennend interessiert, aber verschieben wir das, bis der Platin-Chip gefunden wurde. Was wollten Sie sonst noch wissen? Reden wir nochmal über Benny. Vielleicht erfahren wir da nochmal was. Benny war Anführer der Vorsitzenden, seit ich seinen Stamm vor 7 Jahren rekrutiert habe. Bis zu seinem Fehlverhalten plante ich, ihn zu meinem Protégé zu machen. Hätte ich früher damit angefangen, wäre all das vielleicht nie passiert. Welche Verwendungen hätten Sie für einen Protégé? Um meine Ziele zu erreichen, benötige ich einen fähigen menschlichen Agenten für bestimmte Aufgaben. Ich wusste, dass Benny ambitioniert, sogar rücksichtslos war. Aber ich nahm an, dass er den Job erledigen würde, solange der Anreiz angemessen ist. Offenbar habe ich seine Gier nach Macht unterschätzt. Aber jetzt sind Sie ja da. Ein mehr als würdiger Ersatz. Okay, warum hat Benny Sie verraten? Ich muss annehmen, dass er vom Platin-Chip erfahren hat und fälschlicherweise dachte, dass er ihn für seine Zwecke einsetzen könnte. Wohl eines der Probleme, wenn man Stammesangehörige beschäftigt, kein intuitives Verständnis der Komplexität von Technologie. Warum haben Sie nicht schon eingegriffen, als Benny mich überfallen hat? Warum hat Victor nicht früher eingegriffen, meinen Sie? Good Springs ist ein wenig zu weit weg, um einen Securitron-Agenten dort fernsteuern zu können. Bestenfalls kann ich Datenpakete senden und empfangen. Victors Gefechtsalgorithmen bestimmten die korrekte Vorgehensweise. Benny und seine Schläger waren mehr als gefährlich für einen einzelnen Securitron. Als er mich in Kenntnis setzte, wies ich ihn an, sich dem Ort zu nähern, nachdem Benny und die anderen ihn verlassen hatten. Okay. Sprechen wir was anderes. Auf Wiedersehen. Haben Sie sich mein Angebot überlegt? Ansonsten haben wir im Moment nicht viel zu bereden. Ich werde den Chip zurückholen. Nun gut. Kehren Sie zurück, wenn sich der Platin-Chip
Raumschiff in Ihrem Besitz befindet. Gibt es noch etwas, das wir besprechen müssten? Ich komme zurück, wenn ich den Chip habe. Bis später. Connection lost. Oder auch nicht. Okay. Wir sollen den Platin-Chip. Wo geht's hier noch hin? Bisschen umgucken. Wer seid ihr denn? Die kann ich nicht sprechen. Mit dir auch nicht. Die stehen auch mehr oder weniger so ein bisschen gelangweilt hier rum. Nuka-Cola-Roboter, okay. Ja, wir wollen hier aber jetzt mal nicht rumschnüffeln. Ich würde aber gerne mal mich mit Jane unterhalten. Wo ist sie denn? Da. Hi, Jane. Ich speichere auch zwischendurch nochmal. Mr. House wartet in seinem Büro auf Sie. Wer sind Sie? Ich bin Jane, eines der Mädchen von Mr. House. Wir unterhalten ihn. Wir hatten nicht viele Gäste. Vielleicht können wir Sie ja auch unterhalten. Okay, was können Sie mir über New Vegas sagen? Da gibt es sicher einiges zu erzählen. Es gibt die drei Familien, die Casinos, andere Attraktionen. Worüber möchten Sie etwas wissen? Ja, darüber jetzt eigentlich erstmal von dir nix. Da haben wir eben schon genug erfahren. Was gibt es über Mr. House zu erzählen? Ach Schatz, er ist der allerbeste überhaupt. Ohne Mr. House hätten wir ja nicht dieses fabelhafte Wunderland von New Vegas, oder? Hört sich an, als ob du ziemlich verliebt in ihn bist. Ich wusste nicht, dass Roboter so starke Gefühle für Menschen entwickeln können. Schatz, ich mag äußerlich ein Roboter sein. Aber im Inneren ist meine Neutro-Komputationsmatrix eine exakte Kopie von Mr. Houses Lieblingsmädchen. Okay, du bist also eine Kopie einer toten Frau. Was genau machst du für Mr. House? Mr. House hat viele Bedürfnisse, Schatz. Ich kümmere mich um alle. Und eine Dame weiß, dass Reden selber. Aber Schweigen Gold ist. Okay, darüber würde ich wirklich nicht nachdenken. Hört sich an, als ob du ziemlich verliebt in ihn bist. Oh, das ja. Natürlich bin ich das Doofy. Mr. House Doofy? Ist der klügste und wunderbarste Mensch, den es je gab. Ach, wussten Sie, dass er New Vegas ganz alleine diesen grässlichen Schlemmen entrissen hat, die hier vorlebten? Naja, er hat dafür ganz allein seine Securitrons losgeschickt. Aber das zählt meiner Meinung nach trotzdem. Sprechen wir über was anderes. Welche Art Roboter seid ihr? Was hat es mit dieser Schneekugelsammlung auf sich? Wie können wir diese Frage stellen, weil wir wissen doch noch gar nichts über die Schneekugelsammlung. Naja. Nicht viele wissen es, aber Mr. House ist der größte Sammler von antiken Schneekugeln in der ganzen Welt. Wenn Sie welche draußen im Ödland finden, dann bringen Sie sie her, damit ich sie in die Sammlung aufnehmen kann. Sie werden natürlich entlohnt. In der Tat gingen einige seiner Lieblingsstücke verloren, als wir die Sammlung verlegt haben. Schauen Sie sich gut im Lucky 38 um. Sie könnten welche finden. Okay. Ich habe eine Schneekugel für Mr. House Sammlung gefunden. Ich habe auch eine Schneekugel. Sie haben eine? 2000 Kronkorken. Das ist ja wunderbar. Ich nehme sie dann mal und stelle sie zum Rest der Sammlung. Okay, auf Wiedersehen. Okay, Good Springs Schneekugeln, wir sollen uns hier also genau umgucken. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch so eine Schneekugel. Ich gucke mich jetzt nur mal hier auf dem Stockwerk um, denn wir werden dann jetzt gleich mal zum Tops gehen. Endlich mal. So, ich weiß nicht, wo sie die Schneekugeln so versteckt haben. Mal hier im Gebüsch gucken. Nicht, dass da irgendwo was rumsteht. Aber die werden wahrscheinlich ja, nicht einfach nur hier irgendwo rumliegen. Würde ich jetzt mal so annehmen. Was ist das hier? Verschlossen schwer. Okay, naja. Dann schauen wir uns doch nochmal schnell hier oben um. Oh, kleinen Moment. So, kurzer Cut, aber ihr habt davon ja nichts mitbekommen. Da ist nix. Wenn ihr wisst, wo so Schneekugeln zu finden sind, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Schreibtisch. 6 Korken. Und es ist kein Diebstahl. Wohl bemerkt.
Also ihr könnt wirklich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wo Fokkes Geld. Wenn ihr wisst, wo man so Schneekugeln findet. Ich finde jetzt hier erstmal keine in dem Stockwerk. Okay, dann fahren wir mal runter. Glückwunsch, Partner. Der Boss hat mich beauftragt, Sie bis zur Hyrule Suite zu begleiten. Sie können auch Freunde mitbringen. Wie eine Art Clubhaus für Ihre kleine Bande. Aber beachten Sie, dass nur Sie den Boss sehen dürfen. Ihre Freunde können so lange in der Suite warten. Viel Spaß mit der Bude, Partner. Die macht mächtig was her. Präsidenten-Suite. Okay, wir haben unsere eigene Suite. Dann können wir aus dem... Oh mein Gott, erschreck mich doch nicht so. Hier, oder was? Tür öffnen. Aktivieren Terminal. Suite Upgrade. Ah, Gästekleiderschrank, Handwerksspind, Kühlschrank. Okay. Hier können wir also noch Schränke kaufen. Ja, brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Okay, hier können wir unsere Bude also upgraden und ausstatten. Dann schauen wir uns hier doch mal um. Wir haben hier noch ein Terminal. Der Schreibtisch ist leider leer. Wir schauen mal, ob hier schon irgendwas untergebracht ist für uns. Oh, was liegt da? Der moderne Arzt. Dankeschön. Kleiderschrank. Sherrybomb, Klebeband, Lignigé. Schlafen. Mein Bett. Trinkglas, da ist nichts drin. Was haben wir hier in dem Kleiderschrank? Auch nur Müll. Mehr gibt es hier nicht. Ich meine, es ist definitiv ein schöneres Zimmer als das in Novak. Ja? So, wir schlafen einfach mal 4 Stunden. So, dann sind wir auch mal wieder ein bisschen ausgeruht. Aua. Hier gab es ja noch mehr Türen. Ah, und das gehört alles... Ah, guck mal hier. Okay. Hier ist also die Schneekugel. Cool, können wir fernsehen? Nein. Was ist denn hier überhaupt für eine Unordnung? Warum ist es hier so dunkel? Was haben wir denn da? Ein Fernglas. Das nehmen wir mal mit. Stramme Strahler. Was sich meiner nach immer noch anhört wie irgendein Porno. Spielkugel. Oh, was haben wir denn hier noch rumliegen? Können wir nicht aufheben. Da hören wir leider keinen. Also wir haben auch wieder in Dings, in Fallout 3 waren das ja, glaube ich, diese Statuen da, die einem Bonis geben. Man weiß jetzt nicht, ob einem die Dings auch Bonis geben. Die Schneekugeln. Ich nehme es mal an. Haarklammern. Oh nein, alles runtergeschmissen. Der moderne Arzt, Schachtel Zigaretten. Ich kann es auch nicht mehr draufstellen. Wildkürbissamen. Nee. Ah, und hier ist unsere Toilette. Und wir können daraus trinken, ohne verstrahlt zu werden. Trinken wir mal aus dem Waschbecken und aus der Toilette.